Es wird von einigen Leuten angenommen, dass Menschen die Ringe, Halsketten und Tätowierungen bzw. Talismänner, also Tussum, in Form dieses Siegels, also dieses Siegels verwenden, vor bösen Wesen geschützt sind und ihr Geschäft heißt ihr Handel, ihr Tijaret, ihr Weltwirtschaftshandel, reibungslos verläuft. Diese Erzählungen werden dank des Siegels des Ringes, dem Siegel von Salomo, erzählt. Was ist aber letztendlich der Siegel Salomos? Der Siegel Salomos ist das Siegelzeichen des Königs Salomos, sowohl in der mittelalterlichen jüdischen Tradition als auch in verschiedenen Formen des islamischen und westlichen Okkultismus. Es wird oft als Pentagramm oder Hexagramm dargestellt. Ich werde gleich die Zeichen nochmal zeichnen. Unter Juden ist er als Davidstern bekannt. Es wurde auch häufig in der anatolischen, seldschukischen und osmanischen Architektur verwendet. Das aus zwei Dreiecken bestehende Symbol, also ein Dreieck nach oben und ein Dreieck nach unten, das seit der Antike in Dekorationen der muslimischen und türkischen Architektur verwendet wurde, wurde zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Regionen in unterschiedlichen Kombinationen verwendet. Und über diese Kombination möchte ich jetzt mal kurz was berichten. Das wäre jetzt letztendlich diese erste Kombination, was ihr hier seht. Das ist der David-Stern. Also das Klassische eigentlich. Wir sehen hier zwei Dreiecke. Ein Dreieck zeigt nach oben und ein Dreieck zeigt nach unten. Und er stammt eigentlich, Achtung, von keiner Fahne oder von keinem Ring. Er stammt eigentlich vom Kriegswappen von dem Propheten Dawud a.s., wo er gegen Goliath gekämpft hat. Später soll dieses Zeichen auch auf dem Ring von Salomo gewesen sein. Die Bezeichnung stammt aus einer mittelalterlichen Legende. Achtung, davor wurde es auch als Siegel Salomos bezeichnet. Das heißt, was wir heute als Davidstern bezeichnen, wurde am Anfang nie als Davidstern bezeichnet. Es wurde immer als Siegel Salomos bezeichnet. Das ist interessant. Je nach Zweck und Verwendung des Hexagramms, also das nennt man ein Hexagramm, variiert auch die Deutung des Symbols. Zum Beispiel wird der Davidstern als symbolische Darstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen gestellt. Also das ist die Beziehung zwischen, es gibt viele Interpretationen, aber die interessanteste ist halt, oder die, ich denke mal die authentischste ist, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Das nach unten zeigende Dreieck, also dieses Dreieck, was nach unten mit der Spitze zeigt, heißt, der Mensch hat sein Leben von Gott erhalten. Der Mensch hat sein Leben von Gott erhalten. Und das nach oben zeigende Dreieck sagt, der Mensch wird zu Gott zurückkehren. Also inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So müssen wir es uns das ungefähr vorstellen. In der hellenistische Kultur, wenn wir über die hellenistische Kultur reden, reden wir über ein was für eine Zeit? So die dritte, vierte Jahrhundert vor Christus. Also ungefähr die hellenistische Kultur ist die Zeit vom, das könnt ihr euch merken, vom den König, Alex, also König kann man nicht sagen, vom Alexander des Großen, war auch letztendlich König gewesen, aber vom Alexander des Großen, des Feldherrn. Ne? Das ist die Zeit der hellenistischen Kultur. Und in der hellenistischen Welt war das Hexagramm, Achtung, also das ist das Hexagramm, der Davidstern, zunächst ein allgemein von Juden und Nicht-Juden verwendetes dekoratives Motiv und hatte offenkundig keinen direkten Bezug zum Judentum. Ich rede vom 4. Jahrhundert vor Christus. Da gibt es noch keinen Jesus, da gibt es noch keinen Mohammed. Und dieses Zeichen wurde von allen verwendet. Damit hat man nicht das Judentum identifiziert. Im frühen Mittelalter bekam das Hexagramm eine abwehrende Bedeutung und wurde gleichermaßen von Muslimen, Christen und Juden als Talisman, also Talisman heißt man so eine Art Glücksbringer, Dua, gegen Dämonen und Feuergefahr verwendet. Das ist ab dem frühen Mittelalter gewesen. Das zum Davidstern. Dann zum Siegel vom Propheten Salomo. Da gibt es meistens, was ich jetzt hier einblenden lasse, das ist dieser Ring, den ihr hier seht. Der wird in vielen Bereichen der islamischen Welt ebenfalls als Talisman verkauft. Auf dem Ring seht ihr dieses Profil und um dieses Profil seht ihr natürlich auch arabische Inschriften bzw. Namen Gottes. Im Hebräischen sehen wir dort den Namen Yahweh drin stehen und ich denke, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Hebräischen ist auch
der Name der bestimmten Erzengel dort drin geschrieben mit dem Namen, also Gottes, der eigentlich kein Name, also Jahwe ist. Also Jahwe sagt man ja. Man sagt, im Jüdischen gibt es diesen Ismi Azam nicht, denn den höchsten Namen Gottes ist unbekannt. Und weil es bei den Juden unverschämt ist, respektlos ist, den Namen Gottes auszusprechen, weil man damals die Kinder Israels das sehr oft gesagt haben, wie wir heute sagen, Wallahi, Billahi, Tallahi, das ist nicht gut, den Namen Gottes so oft in den Mund zu nehmen, indem man auf ihn schwört. Ja, sagen die. Und deswegen hat man dann den Namen Gottes nicht mehr gesagt und hat zum Beispiel gesagt Jehova. Wobei es Jahwe, diese Abkürzung Jahwe ist. Jahwe sagt man im Arabischen auch Jahuwe. Jahuwe, o du. Eine Kim, o du. Wer ist Jehova? Jehova ist nicht der Name des Gottes, sondern man sagt o du, Jahuwe. Oder einige Juden, so viel ich es auch, mich glaube ich erinnern kann, in den chassidismischen Juden sagen Hashem, Hashem zu Gott. Und Hashem heißt, kommt von Isim, Isim, ja Isim. Die sprechen den Namen nicht Gott aus. Ich habe auch einige Juden, die ich zum Beispiel auch bei den Unterrichten verfolge. Wenn sie Gott schreiben, schreiben sie Gott nicht aus. Sie schreiben G, machen Apostroph und schreiben dann Ott mit T. Hauptsache, die schreiben das nicht aus. Also es ist eine interessante Herangehensweise. Aber bei diesem Mühle Süleyman zum Beispiel auch hier, was wir jetzt hier sehen, in unserer Kultur komplett verwendet, also das ist islamisches Zeichen eigentlich, ne? Mühle Süleyman, sehen wir ganz klar hier diese Namen, Khadimul Muslimin. Oben steht zum Beispiel Khadimul Muslimin, der Diener der Muslime. Und hier auch, ist auch Mühle Süleyman, das ist, was ich vorhin gesagt habe, dieses Bild. Das ist nicht das fünfeckige, oder das sechseckige Stern, das ist das achteckige Stern. Also hier sind nicht drei Dreiecke drin, hier ist ein achteckiger Stern. Fast. Es kommt nicht direkt auf Viereck, es ist schon ein bisschen was anderes. Und das ist auch Mühle Süleyman. Das auch sagt man auch, das ist das Siegel vom Propheten Salomo. Und dies wurde vor allem in der seldschukischen Architektur sehr oft verwendet. Tatsächlich trat im gesamten Mittelalter das Motiv, es ist aber hier was Interessantes, tatsächlich, also in Realität jedoch, trat im gesamten Mittelalter das Motiv des siebenarmigen Leuchters, Menorah, oder wie sagt man, Azad? Chanukka, als wichtiges jüdisches Symbol in den Vordergrund und nicht der sechseckige Stern. Also wenn wir heute den Davidstern sehen, sagen wir Judentum. Also das Judentum präsentiert sich mit dem Davidstern, ne? Das war aber früher nicht so gewesen. Das Symbol gab es nicht als Symbolik für das Judentum. Die Symbolik für das Judentum war immer der Chanukka gewesen, beziehungsweise die Menorah, dieser Kronleuchter, kennt ihr doch, dieser Kerzenständer. Ne? Drei Kerzen da und eine Kerze in der Mitte. Den macht man meistens, ich will jetzt nicht Falsches sagen, nicht falsch verstehen, wenn ich, ne? Den macht man zum Sabbat an, Shabbat. Macht man den an. Wenn man abends isst, macht man das an. Wenn man betet, macht man den an. Den Chanukka, die Menorah. Und übrigens, diese Menorah, die wurde auch in dem Zelt von Musa mitgetragen. Also als Musa mit den Kindern Israels aus Ägypten raus ist, haben sie ihre Gebete in den Zelten verrichtet. In diesen Zelten waren hauptsächlich zwei Sachen drin gewesen. Wichtig. Erstens die Menorah, der siebenköpfige Kronleuchter, tamam. Und was noch, damit man beten konnte? Die Bundeslade, Tabut Sekine. Das war dort drin. Da kommt kein Davidstern vor. Diese Symbolik kommt dort nicht vor. Gut, man würde jetzt sagen, David kommt ja nach Moses. Aber die Symbolik, sagt man ja, die gab es ja auch schon seit Adam. In der Talmud steht das ja auch geschrieben. Das ist hier für uns sehr, sehr wichtig. Aber wir sehen bis in das im gesamten Mittelalter, dass der Davidstern eigentlich nicht das Symbol des Judentums gewesen war. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und für uns auch sehr, sehr wichtig, schwarz und weiß voneinander zu unterscheiden. Die Assoziation des Sternmotivs mit dem Siegel Salomos, also Chat Shlomo, das ist Hebräisch, basiert ebenfalls auf der praktischen Kabbala. In einer Passage im Talmud wird erwähnt, dass der aus vier Buchstaben bestehende Name Jahwe, das ist das Tetragrammaton, der als der heiligste Name Gottes gilt, in dem magischen Ring
eingraviert wurde, der König Salomo gegeben wurde, um gute und böse Geister zu kontrollieren. Und dieses Tetragrammaton ist dieses Zeichen. Das heißt, das ist ein Tetragrammaton. Hier sehen wir nicht mehr zwei Dreiecke, hier sehen wir ein Dreieck. Wie bei den Freimaurern. Ein Dreieck, das ist das Tetragrammaton. Und in diesem seht ihr auf Hebräisch hineingeschrieben den Namen Yahweh. Komm mal. Das ist, diese Aussage ist in der, wo zu finden? In der Talmud, in Gittin 68a bis b zu finden. Im mittelalterlichen jüdischen Ringen, die in Anlehnung an das Siegel Salomos geschaffen wurden und magische und talismanische Eigenschaft hatten, wurde anstelle des Gottes ein sechseckiges Hexagramm und manchmal ein fünfzackiger Pentagrammstern verwendet. Und hier sehen wir in der Geschichte diese Symbole. Das heißt hier, was ihr hier seht, das ist, ich mache es mal so rum, so ist es richtig, das ist der fünfeckige Stern, das ist der Standardstern, das ist das sechseckige, das ist der fünfeckige und das ist, was bei den Seldschuken oft hier auch ebenfalls verwendet worden ist. Ja? Das nennt man, das erste von links nennt man Pentagramm, das zweite nennt man, also der Davidstern, den Hexagramm, das dritte nennt man Heptagramm und das letzte, das vierte nennt man Oktagramm. Symbolik, das zu dem Thema, inshallah.